doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. It's never been clearer, you draw me nearer, you're always with me and you're here right now. My song, a melody, you're a perfect love for me. My heart is full of praise. Kids, schön, dass ihr da seid. Ein paar vielleicht von Hoop Bremen, von Hoop Bremerhaven, von Hoop Verden oder auch von der Hoop Achim. Und ich habe auch gehört, dass ein paar von euch auch vielleicht von ganz anderen Gemeinden sind oder einfach so eingeschaltet haben. Auch euch wollen wir herzlich willkommen heißen heute in unserem Kindergottesdienst. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Macht euch bereit, denn jetzt geht's los mit unserem Programm. Das Erste, was wir machen wollen, ist uns einmal ganz hoch zu strecken und bereit zu machen, denn jetzt startet der Kids-Lobpreis. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Links.
Hallo, hallo ihr Lieben. Wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch richtig gut. Mir geht es sehr gut soweit. Und ich dachte, ich fange an, aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Ist bei euch alles in Ordnung? Alles heile? Hallo? Könnt ihr mich überhaupt sehen? Ah, ich glaube, jetzt könnt ihr mich sehen, oder? Ja, ich habe mir einen kleinen Scherz erlaubt. Ich dachte nämlich, ich lasse einfach mal den Bildschirm dunkel werden. Denn in unserer Geschichte heute, die wir aus der Bibel erzählen wollen, geht es um einen Mann, der nichts sehen konnte. Und ja, schaut es euch einfach an. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Geschichten aus der Bibel. Jesus heilt einen Mann, der blind geboren wurde. Das ist Jesus, der Sohn Gottes und der Retter der Welt ist. Während Jesus auf der Erde war, lehrte er allen Gottes Liebe. Er vollbrachte viele Wunder und heilte Menschen von ihren Krankheiten. Eines Tages war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und sah einen Mann, der von Geburt an blind war. Seine Jünger fragten sich, wessen Schuld es war, dass dieser Mann blind war. Jesus erklärte ihnen, dass es nicht wegen der Sünde von jemandem war, sondern dass die Macht Gottes durch das Leben dieses Mannes sichtbar wurde. Dann spuckte Jesus auf den Boden und machte so Schlamm. Diesen Teig verteilte er über den Augen des Blinden und sagte ihm, geh und wasch dich im Teich von Siloa. Und so ging der Mann und tat, was Jesus ihm gesagt hatte. Und er konnte sehen. Die Nachbarn des Mannes und andere, die ihn als den Blinden kannten, fragten sich, ob dies derselbe Mann war. Sie sagten, nein, er sieht nur wie er aus. Aber der blinde Mann sagte wieder und wieder, ja, ich bin es. Also fragten die Leute, wer hat dich geheilt? Was ist passiert? Und der Mann erzählte ihnen alles, was Jesus für ihn getan hatte. Die Leute fragten, und wo ist Jesus jetzt? Aber der Mann wusste es nicht. Und so brachten die Leute ihn zu den Pharisäern, denn es war Sabbat, der Tag der Ruhe. Und sie waren der Meinung, dass Jesus an Sabbat nicht den Teig hätte machen und den Mann heilen sollen. Die Pharisäer stellten dem Mann viele Fragen. Und er beantwortete sie. Ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. Die Pharisäer stellten mehr Fragen. Sie ließen sogar die Eltern des Mannes herbringen, um sie zu befragen. Doch sie antworteten nicht, weil sie Angst vor den Pharisäern hatten. Letztendlich hatte der Mann genug und rief, seht, ich habe es euch schon erklärt. Warum wollt ihr es nochmal hören? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, dann hätte er mich nicht wieder sehen lassen können. Die Pharisäer waren so wütend über das, dass der Mann gesagt hatte, dass sie ihn aus der Synagoge werfen ließen. Jesus hatte gehört, was geschehen war, und fand den Mann und fragte, glaubst du in den Menschensohn? Der Mann antwortete, wer ist der Sir? Ich möchte an ihn glauben. Du hast ihn gesehen, sagte Jesus, und er spricht zu dir. Ja, Herr, ich glaube. Und er verehrte Jesus. Hey Freunde, das war eine coole Geschichte, oder? Und eben als der Bildschirm kurz schwarz war, wollte ich euch einfach mal das Gefühl geben, auch mal nicht alles sehen zu können. Und ich meine, klar, ihr konntet noch drumherum alles sehen, aber ihr habt ja auf den Fernseher hoffentlich geachtet und der war auf einmal schwarz. Und so ging es dem Blinden auch, er hat sich ein bisschen so gefühlt wie ihr, nur eine ganz andere Situation. In der Geschichte traf er Jesus und Jesus heilte ihn natürlich, wie wir gesehen haben. Er hatte den besten Tag seines Lebens und er fühlte sich aber vorher so hilflos wie ihr eben. Ihr dachtet vielleicht, der Fernseher war kaputt, vielleicht dachtet ihr auch irgendwie, der Stecker ist nicht richtig drin oder wir haben was falsch gemacht im Online-Gottesdienst.
Und so ähnliche Gefühle der Hilflosigkeit hatte der Blinde damals auch. Und er konnte sogar noch nicht mal arbeiten, weil damals war das einfach so, dass man dann, wenn man blind war, war man zu nicht so viel zu gebrauchen. Deswegen war er oft am Straßenrand. Als Jesus ihn heilte, änderte sich sein Leben. Und kennt ihr das, wenn ihr was richtig Cooles erlebt habt und ihr wollt es allen erzählen und ihr seid total begeistert? Und der Blinde, der ging auch los, er erzählte seinen Nachbarn davon. Er sollte sogar zu den Pharisäern, weil die Nachbarn davon erzählt hatten. Und die Leute, die sagten, ja, eigentlich dürfte Jesus das gar nicht machen oder würde das nicht können. Und der war ganz schön enttäuscht, der Blinde. Er hatte gerade das beste Erlebnis und alle machten es schlecht und nieder. Und manchmal haben wir das vielleicht auch, wir haben was erlebt, wir sind begeistert, gehen zu unserem Freund, zu unseren Eltern und die sagen nur, ja, schön oder kann ich jetzt nicht so sagen, verstehe ich auch nicht. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Das ist schon ein bisschen traurig. Der Blinde hatte das, wie gesagt, auch ähnlich. Er ging dann aber nachher, als er bei den Nachbarn und bei den Pharisäern war und über Jesus erzählt hat, ging er traurig weiter und Jesus begegnete ihm nochmal. Er traf Jesus beim Spazierengehen wieder und Jesus sagte zu ihm, hey du, glaubst du an den Menschensohn? Glaubst du an mich, an Jesus? Und der Blinde sah Jesus an und sagte, ja, ja, ich glaube an ihn, an dich, an Jesus, an Gottes Sohn. Und auf einmal war es komplett egal, was die Leute dachten, was die Nachbarn denken, was die Pharisäer gedacht haben. Sein Leben hatte sich verändert und dann war es wirklich der beste Tag seines Lebens. Und weißt du was? Der Blinde, der brauchte Jesus. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Und ich glaube, du brauchst auch Jesus. Willst du diesen Jesus als deinen Freund haben? Das ist doch das Beste, was man haben kann, oder? Was denkt ihr? Hey Kids! Heute basteln wir zusammen ein Kaleidoskop. Kennst du ein Kaleidoskop? Da kannst du wie durch so ein Fernrohr durchgucken und dann siehst du ganz tolle bunte Muster. Die Griechen sagten dazu Schönseher. So, und was brauchen wir? Wir brauchen Küchenrolle. Wir brauchen eine Klopapierrolle. Wir brauchen ein Lineal. Wir brauchen ganz hübsche Perlen oder Glitzersteine. Schere, Stift. Wichtig ist heute noch eine kleine Schachtel rund, die nachher hier vorne reingesteckt werden kann. Da können zum Beispiel mal Perlen drin gewesen sein. Frag mal deine Mama, vielleicht hat die sowas. Und wir brauchen Washi-Tapes und du brauchst Spiegelfolie. So, Spiegelfolie, die findest du in ganz leckeren Schokoküssen. Tada, da ist die Spiegelfolie und damit fangen wir an. Du musst mit einem Lineal drei Linien zeichnen. So, und ein wenig Überstand, weil wir müssen die ja auch zusammenkleben. Los geht's. Eine Linie. Und jetzt schneiden wir an der letzten Linie einmal ab. Jetzt müssen wir das Ganze knicken an den Linien. Das geht ganz gut, wenn du gut aufgedrückt hast mit deinem Stift, dann ist das nämlich schon fast fertig. So, jetzt ist nur wichtig, dass wir das so herumknicken, dass die Folie innen drin ist. Die Glitzerfolie. Das, was übersteht, machen wir vorne ran. Und jetzt kommt Tesafilm zum Einsatz, weil wir das einmal zukleben. Wichtig ist noch, dass das nicht übersteht und dass ihr vielleicht vorher messt, ob es genau richtig reinpasst und ob es mit dem Lineal richtig passt. Also die Spiegelfolie, wie ihr seht, ist jetzt hier drin. Jetzt kommt die nächste Rolle. Diese Rolle kommt nachher hier oben drüber. Vorher müssen wir aber die Perlen, die ich schon eingefüllt habe hier drin, einmal hier reinstecken. Und bevor wir das machen, machen wir mal lieber die kleine Dose zu, bevor uns alles entgegenfällt. Jetzt sollte es passen. Ja, es passt. Jetzt kann man da schon sehen, dass es sich ein bisschen dreht. Das Ganze schieben wir hier über die andere
Und schon ist unser Kaleidoskop fertig. Allerdings sieht ja ganz schön bescheiden aus. Also, wartet, kleben wir das einfach mit ein bisschen Washi-Tape auf. Also das Washi-Tape kleben wir auf und dann sieht es gleich ein bisschen besser aus. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet mit eurem Washi-Tape und wie ihr das gerne mögt. Und dann habt ihr am Ende ein wunderbares Kaleidoskop und könnt es einfach mal anders angucken, die Welt mit neuen wunderbaren Formen und Farben. Ich wünsche euch noch einen super schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss. Hey, lasst uns doch jetzt einfach noch mal kurz eine Zeit nehmen zum Abschluss und zusammen beten. Ja? Okay, lasst es uns zusammen machen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du damals den Blinden geheilt hast und dass wir davon in der Bibel lesen können und so viel Gutes in der Bibel von dir hören. Danke, dass du immer für uns da bist. Wir brauchen dich, Jesus. Wir lieben dich. Bitte sei bei uns und begegne du uns. Amen. Macht's gut, ihr Lieben. Ein schöner Gottesdienst und das jetzt schon wieder zu Ende. Und ich muss euch noch was Trauriges sagen, und zwar ist das jetzt erstmal für die nächsten Monate mein letzter Kindergottesdienst gewesen, weil ich nämlich nach Thailand gehe, um dort als Missionarin Menschen von Gott und Kindern von Gott zu erzählen. Genau, Kids. Isabel ist unsere Hope-Missionarin und auch wir vom Kids-Bereich. Wir wollen sie ja auch finanziell darin unterstützen, aber nicht nur mit unseren Finanzen, sondern vor allen Dingen auch mit den Familien, mit Gebet. Und so wollen wir jetzt einfach Isabel heute noch segnen, okay? Und wisst ihr, wir wollen einfach ein Power-Gebet draus machen. Wisst ihr, Gott ist überall. So, wenn ihr jetzt zu Hause auf euren Sofas sitzt, streckt doch einfach alle eure Hände nach vorne aus und segnet Isabel mit. Okay, seid ihr bereit? Habt ihr alle eure Power-Kanäle ausgespannt? Dann starten wir jetzt. Herr Jesus Christus, von ganzem Herzen danke ich dir dafür, dass du Menschen berufst und auserwählst und zurüstest für einen Dienst mit dir. Und Jesus, wir wollen einfach Isabel jetzt segnen und wir wollen sie aussenden in der Autorität deines Namens. Und ich bitte, Jesus,
dass du Isabel ganz viel Spaß und Freude und ganz viel Liebe gibst für ihren Missionseinsatz, dass du bei ihr bist, dass auch jedes Kind und jede Familie, jeden Erwachsenen, auf den sie trifft, einfach erlebt und erkennt, dass Isabel dich lieb hat und dass es sich lohnt, mit dir zu leben, Jesus. Wir beten darum, dass Isabel die Liebe, die du ihr gibst, weitergeben kann an alle Menschen, die sie trifft, dass sie Hilfe sein kann an vor Ort. Wir segnen die ganze Organisation, auch mit der sie unterwegs ist. Und wir stellen sie unter deinen Schutz, unter deinen Segen und bitten dich, dass du Isabel versorgst und dass du einfach bei ihr bist. Jesus, wir legen deinen Namen auf Isabel und danken dir dafür, dass du auch alles vorbereitest und dass du mit ihr bist. Amen. Amen. Vielen Dank für eure Gebete und einfach auch für eure Unterstützung. Und ich bin so froh, euch Kids, viele von euch zu kennen, die coole Steffi zu kennen. Und wir wünschen euch einen richtig gesegneten Sonntag heute noch und eine gesegnete Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.